herzlich willkommen zu 2 Stunden Impulsen rund um Digital Identity im Rahmen der eIDAS-Verordnung. Mein Name ist Ariane Schenk. Ich bin beim Bitkom normalerweise verantwortlich für den Bereich Health und Pharma. Und heute bin ich aber ganz gespannt, mich mal von anderen Branchen inspirieren lassen zu können. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit unseren Referenten und Referentinnen, gemeinsam zu diskutieren, wie die eIDAS-Verordnung zu ganz neuen Geschäftsmodellen führen kann, zu neuen Angeboten und Services und wie das unser aller digitalen Alltag vielleicht vereinfachen kann. Wir haben 2 Stunden, wir haben 6 Vorträge, Use Cases, Berichte aus der Praxis, wir haben ein eng getaktetes Programm, aber gerne können Sie Ihre Fragen im Chat stellen. Ich werde mich bemühen, dass, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, 1-2 Fragen aus dem Chat auszuwählen und diese gerne nochmal mit der Referentin und mit den Referenten diskutieren zu lassen. Ansonsten nutzen Sie gerne die Plattform, vernetzen Sie sich untereinander mit den Referenten, treten Sie in Kontakt und diskutieren Sie über alles, was für Sie wichtig ist. Ich würde sagen, aufgrund der knappen Zeit, wir fangen an. Frau Dr. Becker ist schon da. Die erste Referentin für heute, sie ist Auditorin für Vertrauen und Vertrauensdienste beim TÜV und wird uns heute Einblicke in die Zertifizierung von eIDAS-Modulen geben und ein bisschen erfahren, was so die Trends sind, wie die Zertifizierung ablaufen und was sich dahinter verbirgt. Herzlich willkommen, Frau Becker. Hallo. Sie haben Ihre Präsentation schon gestartet. Ich halte den Chat für Sie im Auge. Vielen Dank. Ja, danke schön für die Einführung. Dann lege ich mal direkt los. Und zwar eine kleine Übersicht. Also ich werde Ihnen erstmal was über Identifizierung im eIDAS-Umfeld erzählen, die Methoden und Anforderungen. Dann werden wir einmal schauen, was eIDAS-Components oder Module sind, wie die Modulzertifizierung funktioniert. Und dann werden wir das einmal zusammenpacken in die Identifizierungsmodule. Die Auditierung, ein paar Möglichkeiten und einen kleinen Ausblick. Also fangen wir mal mit der Identifizierung selbst an. Die Identifizierung ist für eIDAS natürlich ist erstmal ein Element des Zertifikatsantrags und natürlich ein wichtiger Teil, der die Verbindung später vom digitalen Zertifikat mit dem Zertifikatsinhaber ermöglicht. Und als solches eben eine wichtige Vertrauensgrundlage, egal wie sicher die nachgelagerten Prozesse sind, wenn die Identifizierung nicht zuverlässig ist, ist die Verbindung auch nicht sicher möglich. Die Rechtsgrundlagen dafür ergeben sich aus der eIDAS. Da muss man ein bisschen genau darauf achten. Das ist für Neulinge in dem Gebiet vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend. Und zwar gibt es da 2 Artikel, die sich mit Identifizierung befassen. Das ist einmal der Artikel 8 über elektronische Identifizierungsmittel. Da gibt es diese Sicherheitsniveaus, niedrig, substanziell und hoch. Das bezieht sich aber lediglich auf elektronische Ausweise, die in der Hoheit der EU-Mitgliedstaaten stehen. Für Trust Service Provider ist alleine der Artikel 24 relevant, Identifizierung zur Ausstellung qualifizierter Zertifikate. Und da gucken wir jetzt noch einmal rein. Es gibt also in diesem Artikel 24.1 4 Optionen zur Identitätsüberprüfung, die nach eIDAS genutzt werden können, um eben für digitale Zertifikate zu identifizieren. Das sind erstens die persönliche Anwesenheit der natürlichen Person oder eines bevollmächtigten Vertreters der juristischen Person. Das war erstmal relativ straightforward natürlich und auch wichtig, auch für eine juristische Person oder auch für Webzertifikate muss immer eine natürliche Person identifiziert werden. Dann gibt es die Möglichkeit unter B, ein elektronisches Identifizierungsmittel des Sicherheitsniveaus substanziell oder hoch für die Identifizierung zu nutzen. Das ist quasi die Verbindung zurück zum Artikel 8. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich mit einem Zertifikat, einer qualifizierten elektronischen Signatur oder Siegels zu identifizieren, die gemäß Option A oder B ausgestellt worden sind. Und auch eine sehr interessante Möglichkeit, die sonstigen Identifizierungsmethoden national anerkannt mit gleichwertiger Sicherheit hinsichtlich der Verlässlichkeit bei der persönlichen Anwesenheit und von Konformitätsbewertungsstelle bestätigt.
Wenn Sie also nicht die drei Optionen davor konkret nutzen wollen zur Identifizierung, dann wird das unter die Option D fallen. Die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Da gibt es, wenn man mal genau durchliest, zwei Anforderungen. Erstens die nationale Anerkennung und zweitens die Gleichwertigkeit zur persönlichen Anwesenheit. Die nationale Anerkennung ist letztlich eine politische Entscheidung jedes Mitgliedstaates und kann sich zwischen Staaten unterscheiden. Das heißt, wenn Sie eine Identifizierungsmethode haben, die in Deutschland anerkannt ist, dann heißt das noch nicht, dass Sie die in jedem anderen EU-Staat auch nutzen dürfen, sondern sie muss von dem anderen Staat eben auch anerkannt sein. Die gleichwertige Sicherheit zur persönlichen Anwesenheit bedeutet erstmal, dass Sie eine Konformitätsbewertung für diese Methode brauchen. Diese Gleichwertigkeit zu persönlicher Anwesenheit ist eine juristische Definition, genauso sicher, als wäre jemand persönlich da, erfordert aber eine technische Überprüfung. Das heißt, wir müssen uns die eingesetzte, teilweise sehr innovative Technologie anschauen, gegebenenfalls eine dedizierte Prüfmethode entwickeln und zum Beispiel auch neue Angriffsszenarien berücksichtigen. Ein bisschen herausfordernd ist dabei, dass es aktuell noch keine Standards gibt, wie man diese gleichwertige Sicherheit überprüft. Das heißt, es ist auch noch so ein bisschen in der Entwicklung. Was Deutschland angeht, die nationale Anerkennung von sonstigen Identifizierungsmethoden geschieht durch eine Verfügung im Amtsblatt. Oder für innovative Identifizierungsmethoden geht das auch vorläufig für 2 Jahre. Bisher ist ausschließlich die Videoidentifizierung zugelassen. In dieser entsprechenden Verfügung werden explizit die ETSI-Normen 319-401, 411-1 und 411-2 erwähnt, die erfüllt werden müssen. Maßnahmen gegen Manipulation des Videostreams und für qualifizierte Zertifikate ist die Videoidentifizierung auf Ad-Hoc-Zertifikate beschränkt. Das heißt, auf Zertifikate, die direkt im Anschluss an die Identifizierung einmalig genutzt werden, zum Beispiel um einen Vertrag zu unterschreiben. An Anforderungen gibt es natürlich zum einen aus den ETSI-Normen 319-411-1 und 2 das Kapitel 6.2.2, da wird beschrieben, wie Attribute und Nachweise, welche Attribute und Nachweise gesammelt werden müssen, wie die validiert werden und wie diese Attribute dann eben mit dem Antragsteller verknüpft werden. Was die Sicherheit von Video- oder Remote-Identifizierung angeht, da gibt es verschiedene Faktoren, die wir berücksichtigen und die dann Anforderungen sind für eine Konformitätsbewertung. Das ist zum einen die Lebenderkennung, also ob wirklich eine reale Person da sitzt oder es ein voraufgezeichneter oder manipulierter Videostream ist. Dann ist die Authentizität des Ausweises natürlich ein großer Faktor. Entweder die optischen Merkmale des Ausweises im Video oder Bild und das Auslesen von elektronischen Merkmalen, das Erkennen von Presentation Attacks, Manipulation des Videostreams oder Voraufzeichnung und das Erkennen von Social Engineering Angriffen, sprich, wenn man eine Person unter einem Vorwand etwas ganz anderes zu tun, dazu bringt, sich zu identifizieren. Das Remote auch keine ganz triviale Sache. So, jetzt kommen wir als nächstes zu den ETSI-Modulen. Das ist so, diese Trust-Service-Components, die werden in Deutschland als Module bezeichnet, haben die folgende Rechtsgrundlage. EIDAS selbst kennt formal keine Module, nur den TSP selbst, der den gesamten Dienst erbringt. Aber EIDAS erlaubt explizit Unterauftragnehmer, und zwar nach Artikel 24.2b. Zusammen mit den ETSI-Normen, da gibt es eine, die 319-403-01, die Auditkriterien für solche Dienste definiert. Da gibt es eine Definition von Audit einzelner Komponenten und diese Norm erlaubt auch explizit die Wiederverwendung von Prüfergebnissen. Und mit diesen beiden Faktoren zusammen kann man so eine Modulzertifizierung durchführen. Das sieht dann so aus, wie hier dargestellt.
Im Prinzip läuft so eine Modulzertifizierung genauso ab wie auch eine Zertifizierung eines ganzen Trust Service Providers. Wir haben am Anfang eine Dokumentenprüfung, auch ein Modul braucht eine Dokumentation. Wir haben auch ein On-Site-Audit und am Ende kommt auch ein Konformitätsbewertungsbericht und Zertifikat raus, eben ein Modulkonformitätsbewertungsbericht. Für den Modulanbieter bedeutet das, dass der direkter Kunde der Konformitätsbewertungsstelle ist und nicht nur zusammen mit dem Trust Service Provider. Der Umfang der Prüfung richtet sich nach dem Scope des Moduls, was es eben genau anbieten möchte und bekommt, wie schon gesagt, ein eigenes Zertifikat und einen eigenen Konformitätsbewertungsbericht. Das Audit ist unabhängig vom einbindenden TSP, aber das Interface zum TSP ist Teil des Audits. Das wird also mit berücksichtigt, wie die Daten übergeben werden und welche Daten übergeben werden. Letztendlich kann das Zertifikat dann auch für andere Trust Service Provider genutzt werden. Natürlich erstmal ein großer Vorteil dafür. Für den Vertrauensdiensteanbieter bedeutet das, das Modul, das eingebunden wird, das gilt ohne zusätzliche Begutachtung im Rahmen des eigenen Audits als konform und im Audit des Trust Service Providers selbst wird dann das Zertifikat des Moduls zitiert. Und dabei ist natürlich zu beachten, dass der Modulumfang und das Interface von den beiden eben zusammenpassen. Genau, jetzt schauen wir uns mal konkret die Identifizierungsmodule an. Identifizierung von Zertifikatsantragstellern ist ein relativ häufiger Gegenstand von Modulzertifizierung. Am Umfang haben wir erstmal, wie schon gesagt, die ganz normalen Basisanforderungen an Trust Service Provider, hauptsächlich aus der Norm 319-401. Das sind Policies, Organisationen, physische, operative, Netzwerksicherheit. Das hängt natürlich von der Prüftiefe her ein bisschen davon ab, was eben das Modul genau anbietet. Je sensitiver die Daten und Prozesse sind, die vom Modul übernommen werden, desto tiefer wird das entsprechend auch geprüft. Dann gehören auch Nachweise, Logdaten und Notfallmanagement und so weiter dazu in einem gewissen Umfang. Natürlich auch der Ablauf der Identifizierung selbst. Für qualifizierte Dienste oder für Identifizierungen für qualifizierte Zertifikate muss letztlich dann, egal welche Identifizierungsmethode verwendet wird, die gleichwertige Sicherheit hinsichtlich der persönlichen Anwesenheit nachgewiesen werden. Das Interface zum TSP, das ist zu berücksichtigen. Und weiteres, je nachdem, der Scope des Moduls genau ist. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass der Modulanbieter die Identifizierungsdaten selbst speichert. Dann wird natürlich auch das geprüft. Oder werden die Identdaten einfach direkt an den TSP selbst weitergeleitet? Und zum Beispiel werden Widerrufsanträge auch angenommen oder nicht? Über all das hinaus gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten. Also so Modulanbieter können ja in verschiedenen Bereichen Identifizierung anbieten, im EIDAS-Umfeld, im Bankenumfeld, nach Geldwäschegesetz, Geldwäscherichtlinie, im Telekommunikationsbereich. So eine Zertifizierung nach EIDAS für qualifizierte Vertrauensdienste bestätigt letztlich die gleichwertige Sicherheit zu physischer Anwesenheit und ist so natürlich ein Nachweis, der mit die höchsten Ansprüche an Identifizierung erfordert, die wir so kennen. Also schon eine recht mächtige Sache. Ein kleiner Ausblick auf aktuelle Trends der Identifizierungsmethoden. Da ist im Moment die Automatisierung sehr im Kommen. Also Videoident ist relativ gut etabliert als Remote-Identifizierungsmethode. Es werden immer mehr KI-basierte Identifizierungen kommen. Also KI jetzt in Anführungsstrichen, es kommt immer so darauf an, auf die Definition, was man jetzt als KI schon sieht oder noch nicht. Einige Herausforderungen gibt es dabei. Natürlich erstmal die Echtzeitmanipulation von Videostreams auch für eine KI vernünftig erkennbar zu machen. Denn so Angriffe auf automatisierte Identifizierung werden natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt.
Eine große Baustelle ist da die Verifizierbarkeit der KI. Also im Gegensatz jetzt zu einem einfachen Algorithmus, wie kann man wirklich verifizieren, dass die KI wirklich in allen denkbaren Fällen genau das tut, was sie soll. Solche Verfahren müssen eigentlich permanent dann überwacht werden und immer wieder angepasste Gegenmaßnahmen getroffen werden, zum Beispiel eben für Presentation Attack Detection. Und hat natürlich auch ganz Vorteile, das Ganze. Es gibt zum Beispiel Bilderkennung oder Erkennung, Texterkennung auf den Identifizierungs Dokumenten, Erkennung des Ausweistyps, erleichtert natürlich auch die Identifikation. Der Bildabgleich, ob jetzt die abgebildete Person auf einem Passbild identisch ist zu der Person im Videostream, die ist maschinell sogar der Erkennung durch einen Mitarbeiter überlegen, weil eben bestimmte biometrische Daten ausgewertet werden können. Und im Vergleich jetzt zu optischen Merkmalen auf dem Ausweis per Video irgendwelche Kippbilder zu erkennen oder so etwas, ist das Auslesen der elektronischen Ausweismerkmale, zum Beispiel von so einem E-Pass, auch sehr, sehr elegant und sicher. Genau, was die Standardisierung angeht, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für einige. Es gibt eine Taskforce bei Etsy, die Taskforce 588, Identity Proofing for Trust Service Subjects. Da wird im Dezember ein Technical Report erscheinen, der einen Technologieüberblick über die Identitätsüberprüfung in verschiedenen Rechtsrahmen beleuchtet und auswertet und so mal nebeneinander stellt, ist ganz interessant. Und Mitte nächsten Jahres wird es dann auch Requirements für Identitätsüberprüfungssysteme geben. Also tut sicherlich interessant, da mal drauf zu schauen. So, damit bin ich am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielleicht haben wir noch ein, zwei kurze Fragen, wenn Sie mögen. Frau Schenk, Sie sind stumm. Jetzt, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um Überblick zu bekommen. Es gibt auch tatsächlich eine ganz konkrete Frage. Inwieweit ist die Entgegennahme von Revokationsanträgen Teil eines IDENT-Moduls? Also Identifizierung ist das jetzt nicht im engeren Sinne, aber es gibt es halt, weil Identifizierer häufig auch Callcenter sind, die dann auch Widerrufsanträge annehmen können. Dann hat man eben schon ein Callcenter und warum, also macht es ja schon Sinn, das auch zum Annahme von Widerrufsanträgen zu nutzen, anstatt irgendwie ein eigenes aufzubauen. Und da müssen eben auch entsprechend die Methoden überprüft werden, mit denen dann der Antrag autorisiert wird, dass der von einer autorisierten Stelle kommt, die dieses Zertifikat sperren darf und zum Beispiel gesichert werden, dass dieser Antrag dann rechtzeitig in den entsprechenden Fristen weitergegeben wird zum Trust Service Provider. Danke. Wir können noch eine kurze Frage stellen, weil ich denke, die lässt sich von Ihnen kurz beantworten. Gibt es schon eine Liste von zertifizierten KI-Ident-Systemen? Oder wird es diese Liste geben, wenn ja, wo? KI-Systeme konkret weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe irgendwo auf einer Folie zur Bundesnetzagentur verlinkt, genau hier unten, die Modulbestätigung. Da finden Sie prinzipiell alle bestätigten Identifizierungsmodule und wenn dann welche darunter sind, sind jetzt nicht allzu viele, die KI nutzen, dann würden die auch da zu finden sein. Speziell für KI ist mir jetzt konkret keins bekannt, spontan. Dankeschön, aber ich glaube, ein paar Links zu geben sind immer hilfreich.